Hallo und willkommen. Ich bin der Snacktester und ich mag Muffins, ich mag Nutella und ich bin gespannt, ob ich Muffins mit Nutella mag. Den hier habe ich jetzt von Kaufland, war ein Spontankauf. Und bei Netto, Edeka und an verschiedenen Tankstellen wurde der auch schon entdeckt. Tja, besonders groß ist der jetzt leider auch nicht. Und wenn die Packung größer ist als der Inhalt, also ich kenne das sonst so von Muffins, dass die eigentlich so schön rüberragen, aber offensichtlich ist Nutella hier der Star. Und an sich sieht der leider ein bisschen langweilig unspektakulär aus. Also hier so ein bisschen Nutella obendrauf oder Nüsse, das wäre doch mal geil gewesen. Achso, gibt's bzw. gab's ja schon von McDonald's. Da sieht der ja hier ein bisschen so aus, als wenn er vor der Dekoration vom Fließband geklaut worden wäre. Aber macht wenigstens einen schön fluffigen Eindruck. Und jetzt wiege ich den mal für euch. 88 Gramm ohne Verpackung. 1,49 hat er gekostet und das ist natürlich alles andere als günstig. Also ein Premium-Produkt, denkt ihr jetzt bestimmt. Sagen wir so, angepriesen wird er als Rührgebäck mit Nutella, Nuss-Nougat-Creme aufgetaut. Also frisch gebacken ist hier natürlich nichts. Die Zutaten, da kann sich wieder jeder selbst ein Bild von machen und Nutella ist eben Nutella. Kennt ihr das bei Pfannkuchen, also Berlinern, dass dann echt nur im letzten Bissen so ein kleiner Mini-Klecks Marmelade hervortritt? Das ist hier jedenfalls richtig schön viel Nutella-Creme. So gefällt mir das. Hier habe ich jetzt Nutella aus dem Glas und ich hole jetzt ein bisschen was hiervon. Ich teste das mal. Fangen wir mit dem hier an. Jetzt bin ich gespannt. Schmeckt quasi genauso, also einen wirklichen Unterschied konnte ich da jetzt nicht feststellen, aber das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ich schnapp mir jetzt diese Hälfte und probiere mal für euch. Ja. Tja, was soll ich sagen? Der ist so, wie ich erwartet habe. Wirklich leckerer, fluffiger Muffinteig zusammen mit Nutella und ich mag Nutella. Das passt hier. Aber leider eben auch nicht spektakulär und auch nicht spektakulär vom Anblick. Der Name zieht ja halt. Wenn er jetzt nicht Nutella drauf gestanden hätte, hätte ich den auch nicht gekauft. So war ich neugierig und damit reicht es mir jetzt aber auch für einmal. Das nächste Mal mache ich mir, glaube ich, lieber selber welche, denn für nochmal kaufen ist mir der hier doch sehr kleine Muffin viel zu teuer. Aus meiner Sicht passt hier das Preis-Leistungs-Verhältnis leider nicht. Ich bewerte jetzt aber nur den Geschmack und was soll ich sagen, es ist Nutella. Falsch machen kann man damit nichts. Ich beschreibe das Ganze mal als langweilig lecker. Und wenn ihr Nutella mögt, könnt ihr die Note von mir wahrscheinlich ganz gut nachvollziehen. Ich gebe noch eine 2. Und wann hätte ich eine 1 gegeben? Tja, vielleicht wenn sie Mehl und Eier und alle anderen Zutaten auch gegen Nutella eingetauscht hätten. Und dann hätte man das in Glas abfüllen können und so zum Verkauf anbieten. Das wäre doch auch mal eine Idee, oder? Naja, habt ihr schon gesehen, was es sonst noch so für leckere Süßigkeiten gibt? Nein? Na, dann schaut euch hier meine aktuelle Food-Neuheiten-Folge an. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.